Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Timony. Wir waren ja das letzte Mal in der Schmiede hier stehen geblieben, haben uns mit der Meisterin des Eisens unterhalten und mit dem Dorfältesten. Es gibt das hier ja noch weitere Leute, mit denen wir uns unterhalten können und Sachen, die wir plündern können vor allem. Got it. Hammer der Eisengebundenen, hm? Vor allem scheinen die nicht viel Probleme damit zu haben, dass wir uns hier die Sachen nehmen. Play the Kopfgeldjäger. Klingt auch nicht schlecht. Und hier drin haben wir Rotspeer und Tiermenschenblutpollen. Was steht hier? Diese Rüstung wurde eben erst von den Eisengebundenen geschmiedet. Sie ist immer noch warm. Diese abgenutzten Eisenwaffen erwecken den Anschein, als wäre sie erst kürzlich repariert und zum Transport gereiht gemacht worden. Heiß, nicht anfassen. Gut. Meisterschmied der Eisengebundenen. Meister des Gießens. Und hier, das müsste Meisterin der Härtung sein, genau. Und alle anderen sind halt Lehrlinge, wenn ich es richtig sehe. Lilians Kreuzung mag die vielleicht der beste Ort zum Leben sein, aber Materialien bekommen wir hier noch und nöcher. Ja, gut. Mehr hat er nichts zu sagen. Der Lehrling? Sprich mit Loara, wenn du irgendwas brauchst. Sie hat hier das Sagen. Also ist das sie hier. Was ist mit dem Meister des Gießens? Olantis überblickt den Raum mit erhaben wirkendem Gebaren. Er spricht dich an, ohne Augenkontakt zu stellen. Willst du irgendwas? Gibt es ein Problem? Er behält Loara genau im Auge, als er dir antwortet. Ja, aber das sind Angelegenheiten der Eisengebundenen. Nichts, was das hohe Gericht von Thunum betrifft, das versichere ich dir. Was tust du hier in der Esse? Ich sorge dafür, dass hier alles reibungslos läuft, hauptsächlich Wartung. Er lächelt schüchtern. Ich bin außerdem der Stellvertreter von Loara. Oder Loara. Würde ihr etwas zustoßen, übernehme ich hier das Kommando. Okay, wie er das so ausspricht. Und du? Eine muskulöse Frau richtet sich von ihrer Esse auf und wendet sich dir um. Das Licht des Feuers flackert auf ihrem Gesicht und lässt ihre Augen gefährlich tanzen. Sie grinst breit, ihre Zähne sind der einzige helle Fleck in ihrem rußverschmierten Gesicht. Tötest du mit der linken oder mit der rechten Hand? Sie reibt ihre schwarzen Handflächen aneinander und blickt dich erwartungsvoll an. Für gewöhnlich kann ich es mit einem Blick erkennen, aber du bist etwas schwerer zu lesen. Rechts. Zur Kenntnis genommen. Sie räuspert sich und wischt die schwarzen Hände an ihrem Kittel ab. Ich bin Loara, Meisterin der Härtung und Essemeisterin von Lithians Kreuzung. Meine Aufgaben sind zahlreicher als die verbleibenden Stunden des Tages, aber ich lasse meine Arbeit gerne ruhen, um mit dem Schicksalsbinder zu sprechen. Wie kann ich helfen? Warum wolltest du wissen, ob ich mit der rechten oder der linken töte? Der Handschuh ist der schwierigste Teil und der am interessantesten zu bearbeitende. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Handschuhe müssen ja richtig flexibel sein eigentlich. Müssen aber auch guten Schutz bieten. Ich meine, an den Füßen hat man meistens Stiefel. Das ist keine so bewegliche Komponente jetzt, wenn man auch sich Schuhe ansieht. Aber Handschuhe sind da schon ein bisschen aufwendiger. So viele Schuppen in so vielen unterschiedlichen Größen. Und da gibt es noch die Nieten. Sie reibt Daumen und Zeigefinger zusammen, Ruß und Eisenstaub riesen herab. Ich kann mir vorstellen, dass du in deiner Branche viele Kämpfe erlebst. Ein Handschuh nutze ich grundsätzlich immer vor dem anderen ab. Ich überlege ständig, was zuerst repariert werden muss. So einfach ist das. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man nicht gerade ein Zweihandkämpfer ist, ein Zweihandkämpfer benutzt ja beide. Also ein Dual-Wielder unten, Zweihandwaffenkämpfer, also Großschwert, Großaxt und so weiter. Braucht ja beide Hände. Aber zum Beispiel ein Schildträger wie Beric, der hält den Schild meistens mit der linken Hand die ganze Zeit normal fest, aber mit der rechten muss er sich halt mehr bewegen, wenn er sein Schwert schwingen will. Gut, da muss er auch
nicht so viel bewegen, wenn das Schwert felsenfest hält. Na gut. Erzähl mir von Lithians Kreuzung. Ich sehe nicht viel davon, nur das. Sie deutet auf das Dach und die Wände der Esse. Lithian und ihre Händler haben sich vor einer Weile hier niedergelassen. Die tapferen Narren haben Brücken über die Altmauern errichtet und es sind eine Wegkreuzung und ein Handelsposten entstanden. Richtiger Pioniergeist. Kyros Truppen hätten das Dorf vermutlich ignoriert, wenn nicht jemand entdeckt hätte, dass es hier überall Eisen gibt. Man kann nicht einmal seine Kleider im Fluss waschen, ohne dass sie mit Rostflecken wieder herauskommen. Das Eisen hat Lethians Kreuzung also wichtig genug gemacht, dass Kyros es für sich haben wollte. Vor allem für die Geschmähten, ne? Es war sinnvoll, einige von uns Eisengebundenen hier nach Lithians Kreuzung zu bringen. Es ist einfacher, uns zum Eisen zu bringen, als das Eisen über die Berge zu karren. Außerdem ist das hier eine Kreuzung aus unserer neuen Werkstatt. Hier können wir unsere Verbündeten schneller mit Nachschub versorgen als je zuvor. Und die Lage ist ziemlich gut, wenn man sich die Altmauern ansieht, was den Schutz angeht. Erzähl mir über die Eisengebundenen. Seit Jahrhunderten strebt meine Gilde nach der Vereinigung von magischer und handwerklicher Perfektion. Andere beschäftigen sich nur mit dem Arkan, um ungeheuerliche Macht zu erhalten. Wir studieren es, um die traditionellen Begrenzungen unserer Künste und Handwerke zu überwinden. Die Esse ist die vornehmliche Konzentration dieser Studie. Doch nicht alle Eisengebundenen bearbeiten Metall. Einige sind Weber, Schreiner und eines unserer seltsameren Mitglieder hält sich für einen Koch. Ja, koch mal Eisen. Der weise und mächtige Kyros war sehr gut zu unserer Gilde. Er hat angeboten, unsere Waffen und Rüstungen jenen in die Hand zu geben, die die Welt verändern wollen. Naja, wenn man ein Handwerker ist, der Geld verdienen will, dann tut man sich natürlich mit dem zusammen, der das lukrativeste Geschäft darstellt. Und der Overlord, der Oberherr, ist da wohl am besten geeignet. Vor allem, weil Krieg eine ziemlich gute Wirtschaft ist, vor allem in so einer Welt. Außer natürlich jetzt, wo alles Kyros gehört. Sie grinst breit und er hat das Wort gehalten. Kunstwerke der Eisengebundenen haben die Stufen platt gewalzt und alle, die sich Kyros drum entgegenstellten, betteten ihre Köpfe auf eisengebundenen Speeren. Was kannst du mir über die eisengebundene Meisterin sagen? Zedina ist die beste Anführerin, unter der ich je arbeiten durfte. Sie führt die Eisengebundenen mit ruhiger, aber strenger Hand. Sie sorgt dafür, dass unsere Arbeit immer von höchster Qualität und in allen Belangen unerreicht ist. Ich bin Celinas Stellvertreterin, weshalb ich die Schmiedemeisterin von Lithians Kreuzung bin. Ja. Sie deutet auf Ulantis. Er ist mein Stellvertreter. Sollte mir etwas zustoßen? Ich arbeite noch nicht lange mit ihm, daher weiß ich nicht viel über ihn oder die langfristige Qualität seiner Arbeit. Er wurde aber von Zedina ernannt, also muss er gut sein. Kannst du mir etwas Magisches anfertigen? Nein, sie lächelte schüttelnd den Kopf. Aber fast jeder fragt das. Relikte Arkaner Macht müssen auch aus sich selbst erwachsen. Sie werden nie aus dem Nichts gefertigt. Sie hebt einen Finger und lächelt. Was ich aber tun kann, ist meine Magie zu nutzen, um meinen Hammer mit perfekter Präzision zu führen. Oder einen Zauber zu wirken, um geschmolzenes Metall mit meinen bloßen Händen formen zu können. Wir können Artefakte von einzigartiger Qualität und Veredelung fertigen, aber sie müssen zu großen Teilen genutzt werden, um zu Relikten der Macht zu werden. Und deswegen streben wir danach, die Werke unserer Esse in die Hände außergewöhnlicher Personen zu legen. Wahre Legenden entstehen nur aus der Allianz von Schwertmacher und Schwertmeister. Warum fertigt man Waffen an, wenn man seine Feinde mit Magie töten könnte? Warum gehst du, wenn du Träger bezahlen könntest, dich zu tragen? Gute Einwand. Sie schüttelt wutschnaubend den Kopf. Ups. Wir haben Wege, uns vor denen zu schützen, die uns Böses wollen, aber wir studieren das Arkan, um zu erschaffen, nicht um zu zerstören. Schöne Einstellung. Das überlassen wir anderen. Ja, das ist die Schattenseite. Sie können unsere Werkzeuge nehmen oder mit Chaos sehen, wenn Sie das wünschen. Ich würde lieber das Chaos nehmen und Ordnung hineinzwingen. Wie genau hilft die Magie, euch Dinge zu fertigen?
Unsere wichtigsten Rituale verbinden den Handwerker, die Werkzeuge und die Materialien zu einer Einheit. Sie lächelt uns sicher. So in der Art. In meiner eigenen Arbeit zieht die Esse all meine Sinne in die Klinge, die ich bearbeite. Ich sehe die kleinsten Kerben oder berühre die Kanten der Klinge mit dem Finger und spüre ihre Schärfe, ohne meine Haut zu verletzen. Eine solch perfekte Handwerkskunst hat natürlich ihren Preis. Wenn Herz und Lungen mit Flammen und Hammer verbunden sind, kann ein fallengelassener Hammer zum Herzstillstand führen. Autsch. Die meisten unserer Mitglieder sterben bei der Arbeit, getötet durch eine Ablenkung oder einen einfachen Fehler. Sie errötet. Wir verlieren viele Lehrlinge. Das kann ich mir vorstellen, wenn wirklich die Werkzeuge Teil des Körpers werden und wenn man solche Teile abtrennt, dass das dann zum Herzstillstand kommen kann. Ich meine, wenn einem der Arm ausgerissen wird, kann der Schock einen auch töten. Nur mal so als vergleichbares Beispiel. Wie kann ich helfen? Erzähl mir was über die Geschmähten. Die Geschmähten haben uns als Ehrengäste behandelt. Das hätte mich auch nicht gewundert, ihr fertigt ihre Waffen an. Sie sind immerhin die Eiserne Legion, ohne euch sind die Jungs nichts. Na gut, sie hätten immer noch die Disziplin, die Ash ihnen eingetrichtert hat, aber die Waffen brauchen sie trotzdem. Wir erhalten Privatsphäre, Autonomie, Nahrung und Schutz. Im Gegenzug geben wir ihnen das beste Eisen in den Stufen und sie setzen es ein. Sie zuckt mit den Schultern. Eine nützliche Vereinbarung. Aber ich bin keine Lehrerin. Ich lese nicht so viel in ihre Güte hinein. Wir sind eine Kriegsressource und existieren nur, weil wir ihre unstillbare Gier nach gutem Eisen nähren. Das meine ich ja eben. Kannst du etwas für mich herstellen? Kann ich? Sie hebt eine Augenbraue. Selbstverständlich werde ich. Nun, Kyros hat Wartelisten nicht ohne Grund erfunden. Sie seufzt. Jeder Eisenschreiter und jeder Bandenchef des Schallroten Kurs besticht mich und schmeichelt mir in der Hoffnung, dass ich Überstunden mache und ihnen ein ganz besonderes Dies oder ein ganz besonderes Das schmiede. Ihr Mund bewegt sich, als würde sie widersprechen wollen, doch sie verschränkt stumm die Arme. Ich bezahle dich sehr, sehr gut. Nein, mir war nicht bewusst, dass diese Frage unverschämt ist. Bitte verzeih mir. Gunst bei den eisengebundenen List-Skill. Ich erhalte jeden Tag unmögliche Forderungen, doch ist es nicht die Menge, es ist der Zweck. Sie senkt die Stimme zu einem Flüstern und tritt näher an dich heran. Mich macht es wütend, dass Kyros Forderungen unser Werk hier auf reine Quoten reduziert. Ich sollte meine Arbeit für jeden Soldaten individuell gestalten dürfen. Nur Lehrlinge können etwas daraus lernen, immer wieder denselben Helm in derselben Größe anzufertigen. Vergiss, was ich gefragt habe. Das werde ich. Geht es dir gut? Du siehst erschöpft aus. Ekstasisch. Ihre Stimme ist nüchtern und ein Lächeln umspielt ihre Mundwinkel. Das Ritual der Esse verbindet Herz mit Hammer. Mein Blut pumpt nur, wenn ich auf meinen Barren schlage. Meine Esse wird zu heiß, wenn mein Atem zu schnell wird. Die Bande sind gleichermaßen erschöpft und belebend. Könnte dich das nicht umbringen? Bist du deswegen so gut in deinem Handwerk? Nun ja, das und viel Übung, sagt sie mit grimmiger Miene. Aber ja, das Ritual verbindet die Sinne mit den Materialien und den Körper mit den Werkzeugen. Meine Hand wird zu einem Gelenk, der Hammer zum wahren Ende meines Arms. Ich spüre die Hitze der Esse, als wäre sie das Wetter des Raumes. Unter diesen Umständen kann wahre Konzentration erwachsen. Könnte dich das nicht umbringen? Das will ich hoffen, sie lacht, ihr Gesicht errötet in der Farbe von geschmolzenem Metall. Besser als geschändet und von Banditen getötet zu werden. Von der Getreidefäule dahingerafft zu werden? Oder bei Kindergebären zu verbluten? Würde sich ein Soldat nicht wünschen, im Kampf zu sterben? Beric sicherlich. Faszinierend, sprechen wir über was anderes. Ich muss jetzt weg. Gut, das war dann die Esse. Also die Schmiede. Hat uns ja jetzt wieder nur fast eine ganze Aufnahmefolge gekostet. Ah ja, das ist das schöne an Tyranny. Viel Dialog, viel Hintergrundstory und alles. Ist halt ein Taktikspiel, kein Actionspiel.
So, wir waren da hinten schon drin. Wir waren da drin. Haben wir schon mit dem Händler gesprochen?